Thomas Reis ist also der nächste Trainer, welcher auf Schalke entlassen wurde. Aber nach dem bisherigen Saisonstart für S04 ist das Ganze auch nicht völlig unbegründet. In diesem Video übernehme ich den Laden und enden wird das alles hier und heute erst mit dem Gewinn der Champions League. Bevor wir damit loslegen, Leute, vergesst die Liebe nicht. Daumen nach oben für euch und kleiner Klick, Abo-Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus, gerne noch mit weiteren Vorschlägen und damit starten wir jetzt rein. Blicken wir also als allererstes mal auf den Schalke-Kader zum Start der Karriere und der sieht wie folgt aus. Wir können erstmal festhalten, das ist kein Kader, der aktuell 16. in der zweiten Bundesliga sein sollte. Was jetzt aber auch nicht heißen soll, dass wir mit dieser Truppe hier locker flockig aufsteigen werden. Transfers werden also dennoch benötigt und dafür haben wir ein Budget von 18 Millionen Euro zur Verfügung. Kümmern wir uns aber erstmal um den eigenen Kader und vor allem um diesen Jungen hier. Denn mit Asanoue Draogo haben wir hier eines der besten Knappenschmiedetalente der letzten Jahre am Start. Ein Junge, den ich am Ende des Videos gerne bei uns in der Startelf sehen würde und deswegen verleihen wir ihn sofort. Denn bei uns wird es ein bisschen schwer mit der Spielzeit als Option Nummer 6 oder 7 im Mittelfeld. Richtig auf der Transferliste haben wir daneben aber noch jeden Spieler im Kader, der nur noch ein Jahr auf dem Vertrag hat. Genauso aber auch Simon Terodde, den der Capitano, tut mir leid, 74er Gesamtstärke, ich will einen neuen Stürmer holen und er würde wahrscheinlich bei der Entwicklung ein wenig im Weg stehen. Und da haben wir jetzt also auch den Nachfolger von Simon Terodde im Sturm verpflichtet. Und zwar ist es Johnny Burkhardt, den wir also aus der Bundesliga hier in die zweite zu S04 holen. Natürlich ein Transfer, der so niemals passieren würde. Ein Spieler wie Burkhardt würde sich nicht freiwillig die zweite Liga antun. Aber gut, wir sind ja auch hier im Karrieremodus und nicht in der realen Welt. Deswegen holen wir Johnny Burkhardt. Und damit ist also auch unseren zweiten Transfer ein Talent, über das aktuell wahrscheinlich jeder redet. Leider kann man ihn nicht erkennen, weil er noch kein Gameface hat. Aber wir verpflichten Mathys Tel vom FC Bayern für nur 5 Millionen Euro. Nicht nur eines der größten Talente im FC 24 Karrieremodus mit gerade mal 18, sondern auch mit seiner 71er Gesamtstärke bereits ein Spieler, der bei uns hier bei Schalke 04 in der Startelf stehen wird. Ey, das ist aber auch mal wirklich wieder so eine richtig typische FIFA-Leihe. Das erste Angebot, Leihangebot für Ouedra Ogo, was wir bekommen, ist natürlich von der Hertha, wo er bestimmt auch nur eine Minute mehr spielen würde als bei uns. Ach ja, und jetzt wieder zurück zu Mathys Tel, denn natürlich will ich ihn nicht als Stürmer spielen, da haben wir Johnny Burkhardt verpflichtet, sondern als linken Flügelspieler. Er kriegt keine Gesamtstärke dazu, aber er wird Stamm spielen. Und auch bei Ouedra Ogo ändern wir die Position und ich glaube, bei ihm müsste es aber ein Upgrade in der Gesamtstärke geben und so sieht es aus, sogar plus 2 auf eine 65. Ich weiß nicht, Leute, jetzt haben wir ein Leihangebot von Royal Antwerp bekommen. Da müsste ich mal kurz in den Kader reingucken. Stammspieler wäre er da nicht und da stelle ich mir halt die Frage, ob wir nicht vielleicht mit dem Zehner in der Startelf ihm selber die meiste Spielzeit geben könnten. Und genau das werden wir jetzt auch einfach mal ausprobieren. Ach ja, und auf der anderen Seite haben uns jetzt mittlerweile einige Spieler verlassen, darunter Latza, Kaminski, Drexler, Ovejan, Idrisi, Brunner und zu guter Letzt Polter. Damit haben wir jetzt sogar mehr Geld als am Anfang der Saison zur Verfügung. Und mit diesem Geld können wir jetzt endlich wieder nachlegen, zuerst auf der Innenverteidigerposition. Da holen wir Thiago Giallo von Lille und das für 8,7 Millionen Euro. Genauso verstärken wir uns aber auch auf der Rechtsverteidigerposition und holen da ein richtig stabiles Talent vom FC Liverpool. Sein Name ist Conor Bradley, Rechtsverteidiger, 69er Gesamtstärke, 83er Potenzial und ich glaube, das ist vielleicht auch einer, den wir bis zum Ende behalten könnten. Für die andere Außenverteidigerseite holen wir unseren letzten Transfer in diesem Sommer, nämlich Sergi Cardona von Las Palmas. 24-jähriger Linksverteidiger, der jetzt nicht unbedingt Top-Talent auf seiner Stirn stehen hat, aber dennoch eine 74er Gesamtstärke, 80er Potenzial und wir haben nur 4,2 Millionen bezahlt. Und damit sieht unsere Mannschaft also nach der ersten Transferphase wie folgt aus. In der Viererkette sind drei neue Namen mit Bradley, Giallo und Cardona. Das Mittelfeld, das blieb tatsächlich unberührt mit Seguin, Schallenberg und Ouedra Ogo, bei dem ich hoffe, dass er Stammspieler wird. Und zu guter Letzt vorne das Angriffstrio, auch zwei neue Namen von drei, Tel und Burkhardt und daneben eben Karaman. Ist vielleicht so das einzige Manko im Kader, aber das Geld war nun mal nicht vorhanden und mit den Spielern, die wir da zur Verfügung haben, konnten wir jetzt auch keine 100 Millionen erzielen. Ich hoffe, das Ganze reicht aber für den Aufstieg, vor allem wenn Mathys Tel so weitermacht, denn er hat im ersten Spiel direkt mal 3 Treffer erzielt. Nun wird es aber höchste Zeit für die Kalendersimulation. Ziel ist natürlich der direkte Wiederaufstieg und dann schauen wir am Ende des Jahres mal, ob uns das Ganze auch gelungen ist. Und damit sind wir also angekommen, Leute, am Ende der ersten Saison und was soll ich sagen, während Schalke in der Realität gerade auf dem Relegationsplatz der zweiten Liga chillt, haben wir stattdessen die zweite Bundesliga komplett auseinandergeschraubt, nur 2 Niederlagen sogar auf dem Konto, 78 Punkte, Meisterschaft auch mal wieder, 6 Punkte vor der Hertha das Ganze. Genau diese Hertha hat uns leider in der dritten Runde des Pokals rausgeschmissen, ist aber halb so wild. Kurzer Blick auf die Mannschaft zum Ende der Saison, die Entwicklungen allesamt richtig gut, gerade von den Neuzugängen, wir haben Burka plus 4, dasselbe geht für Tel, Cardona auch plus 4 und Bradley sogar, glaube ich, plus 6. Aber selbst in Giallo in der Innenverteidigung hat sich unfassbar gut entwickelt, Leute, und Ouedra Ogo, er ist Stammspieler gewesen und hat am Ende der Saison ein plus 6 in der Gesamtstärke. Heißt also im Endeffekt war es von uns doch die richtige Entscheidung, wie in der Realität
Mentalität, den Jungen eben selber spielen zu lassen. Kurzer Blick noch auf die Scorer und wir können sehen, gerade Mathys Tel und auch Burkhardt haben uns unfassbar getragen in dieser zweiten Bundesliga. 23 und respektive 28 Scorer von Mathys Tel. Erwähnenswert auf alle Fälle noch Ouedraogo, der 8 Scorer gemacht hat in seinem ersten Jahr, ist auf alle Fälle in Ordnung. Und daneben Bradley als Rechtsverteidiger, 6 Scorer, ist auch sehr stark. Damit ist also das erste Jahr und der direkte Wiederaufstieg geschafft. Wir sind also am Start, zweite Saison zurück in der Bundesliga. Ich glaube, der Schalke-Vorstand will einen weiteren Abstieg vermeiden und deswegen starten wir hier in die Bundesliga mit einem Transferbudget von 34 Millionen Euro rein. Das Budget ist nicht verkehrt, aber um wirklich auch in der Bundesliga konkurrenzfähig zu sein, braucht es, glaube ich, auch noch einen Verkauf, nämlich den von Johnny Burkhardt, der bereits jetzt schon einen Marktwert von fast 30 Millionen Euro hat. Mit dem Transferbudget und einer Ablösesumme für Burkhardt könnte man nämlich, glaube ich, die Mannschaft auf so gut wie jeder Position richtig stark noch verbessern. Am Ende sind es 50 Millionen Euro, die wir für Johnny Burkhardt vom BVB erhalten. Und mit diesem Verkauf haben wir unser Transferbudget jetzt einfach mal fast verdoppelt. Zuallererst braucht es einen neuen Rückhalt. Denn bei aller Liebe an Marius Müller und auch an Ralf Fährmann, aber mit einer Gesamtstärke von 72 kommen wir nicht weit in der Bundesliga. Und genau aus diesem Grund tausche ich also Marius Müller ein. Wir zahlen 13 Millionen obendrauf und dafür kommt Justin Bailo von Feyenoord Rotterdam mit einer 79. Eine 77er Gesamtstärke bringt dann Omar Solé für die Innenverteidigung mit, den wir also von Salzburg verpflichten. 24 Jahre alt, dazu ein Potenzial von 84 und wir haben Thomas Kalasch, oder wie der Kollege auch heißt, eingetauscht. Womit die Verteidigung dann auch von den Gesamtstärken richtig gut aussieht und wir uns jetzt voll auf einen neuen Stürmer und rechten Flügel fokussieren können. Ein gefühlt ewiges Talent, das ist Moise Kean, den wir jetzt hier als Johnny Burkhardt-Nachfolger für die Stürmerposition verpflichten. 30 Millionen Euro zahlen wir an Juventus Turin und wir wollen sein Potenzial hier und heute aber vollkommen ausschöpfen. Mit Johnny Burkhardt hat Dortmund einen Spieler von Schalke verpflichtet und wir werden bei unserem letzten Transfer den Spieß umdrehen. Ich war ja nämlich so oder so noch auf der Suche nach einem neuen rechten Flügelspieler und so viel Budget hatten wir jetzt nicht mehr zur Verfügung. Aber eben noch genug, um Jamie Bynoe-Gittens vom BVB zu verpflichten für 9,5 Millionen Euro und er bildet jetzt zusammen mit Moise Kean und Mathys Tel den Dreierangriff. Ist natürlich alles andere als realistisch, aber ich gehe mal stark davon aus, dass Bynoe-Gittens hier bei uns mehr Spielzeit bekommen wird als bei den Schwarz-Gelben. Bei drei Spielern steht auch schon fest, dass sie uns nächstes Jahr verlassen werden, nämlich einmal Ralf Fährmann, Baumgartel und Karaman. Wir haben nämlich kein Geld mehr, um all diese drei Verträge zu verlängern. Und wie das erneute Schalker Comeback hier in der Bundesliga aussehen wird, das gilt es jetzt herauszufinden. Wir springen rein in den Kalender und sehen uns am Ende des zweiten Jahres. Wir sind angekommen, Leute, Juni 2025 und ich kann euch schon mal so viel sagen, wir hatten nichts mit dem Abstieg zu tun und es lief deutlich besser als beim letzten Mal, wo Schalke zurück in der Bundesliga war. Am Ende der Saison verpassen wir nämlich sogar unfassbar knapp das internationale Geschäft. 50 Punkte auf dem Konto beim Bundesliga-Comeback, 2 Punkte mehr und wir wären Sechster gewesen und hätten uns damit für die Europa League oder Conference League qualifiziert. Und dasselbe könnte ich jetzt eigentlich beim DFB-Pokal wiederholen. Wir standen im Finale gegen den BVB, sogar das Revierderby, wo wir leider Gottes mit 2:1 verloren haben und eine weitere Chance verpassen, uns für die Europa League zu qualifizieren. Aber egal, Leute, das Ganze soll nicht ablenken von einem ansonsten unfassbar starken Comeback-Jahr hier in der Bundesliga. Und der Blick auf die Mannschaft zum Ende der Saison, der darf natürlich auch nicht fehlen und wir sehen schon, Leute, unfassbar viele 80er Gesamtstärken am Start, bis auf eigentlich im zentralen Mittelfeld, wobei Schallenberg auch hier schon eine 78 hat. Damit können wir endlich weitermachen mit Saison Nummer 3, wo das Ziel völlig klar sein sollte, wir wollen das internationale Geschäft erreichen. Der Schalke-Vorstand macht uns das Ganze aber ziemlich schwierig, indem wir weniger Budget als im letzten Jahr zur Verfügung haben. Bedeutet also, es braucht Geld aus Verkäufen und deshalb setze ich Seguin, Schallenberg und auch einen Neuzugang mit Cardona auf die Transferliste. An der Stelle sei auch erwähnt, dass ich den Goat Henning Matriciani nicht auf die Transferliste gesetzt habe. Er möchte halt gehen, aber das Ganze werden wir natürlich nicht zulassen. Legen wir jetzt aber auch los mit den Verkäufen. Der erste wird Ron Schallenberg, den wir für 20,5 Millionen an die Roma verkaufen. Seguin bekommen wir dann immerhin 2,4 Millionen. Und bei Sergi Cardona haben jetzt zwei Vereine die neue Freigabesumme gezogen. Einmal der VfL Wolfsburg und daneben Benfica Lissabon. 43,5 Millionen finde ich vollkommen in Ordnung. Und mal gucken, wo er dann hingeht. Am Ende geht Cardona also zu Wolfsburg und auch der Seguin-Verkauf ist durch. Womit wir jetzt also unser Transferbudget auch ordentlich angehoben haben auf 80 Millionen Euro. Damit gilt es jetzt aber auch erstmal die drei Lücken zu füllen, die jetzt in unserer Startelf entstanden sind. Rein starten tun wir dann mit dem Ersatz für Sergi Cardona, ein neuer Linksverteidiger, der sogar ebenfalls Spanier ist. Ein ehemaliger BVB-Spieler auch, der aber kaum dazu Einsatzzeiten kam. Heutzutage bei City unter Vertrag ist, es ist Sergio Gomez, den wir also als neuen Linksverteidiger verpflichten. 78er Gesamtstärke, Potenzial ist vorhanden und wir zahlen 17,1 Millionen. Der neue Sechser und damit Ersatz für Ron Schallenberg, der lässt auch nicht lange auf sich warten. Da holen wir vom FC Turin Samuele Ricci mit einer 80er Gesamtstärke. 24 Jahre ist der Junge alt und Potenzial liegt bei 85, das heißt, da ist auch noch einiges an Entwicklungspotenzial vorhanden. Zu guter Letzt brauchen wir für unser Dreier-Mittelfeld
gespannt, einen ZM, einen zentralen Mittelfeldspieler, und da holen wir ein relativ neues Talent, müsste es auch sein, hier im FC 24 Karrieremodus mit Joao Neves. Ist in der Karriere bereits gewechselt von Benfica zu Paris Saint-Germain, hat eine 76er Gesamtstärke, startet mit einer 69 und hat ein Potenzial von 85. Womit unsere Startelf also wie folgt aussieht, es fehlen jetzt also insgesamt nur noch 4 Spieler, die keine 80er Gesamtstärke haben. Womit es jetzt aber auch wieder höchste Zeit wird, in den Kalender reinzuspringen, und wir sehen uns dann im Juni 2026 wieder. Wo wir dann also jetzt auch angekommen sind, und ich gehe stark davon aus, dass wir uns international qualifiziert haben. Das kann aber vieles heißen, von UEFA Champions League bis zur Conference League. Schalke 04 qualifiziert sich für die Champions League, wenn Vizemeister dieses Jahr, nur 10 Punkte hinter RB Leipzig, 4 Punkte vor den Bayern. Union Berlin wie immer mit schwarzer Magie auf der 4, Dortmund nur auf der 7. Das erste Mal nach keine Ahnung wie vielen Jahren, ihr könnt es ja mal gerne kommentieren, dass Schalke vorm BVB in der Bundesliga-Tabelle steht. Daneben der Pokal, dieses Jahr nicht wirklich erfolgreich ausgeschieden in Runde 3 gegen RB Leipzig, ist aber auch halb so wild. Vor allem, wenn Darmstadt das Ding einfach mal im Finale gegen St. Pauli gewinnt. Und das hier ist die Mannschaft zum Ende des dritten Jahres. Also sieht sehr, sehr schmackhaft aus. Wir haben Ken jetzt also als besten Spieler bei einer 85er Gesamtstärke. Okay, nichts gesagt. Bradley rasiert einfach mal komplett. Der hat nämlich eine 86. Aber ansonsten daneben wirklich fast jeden Spieler jetzt bei einer 80er Gesamtstärke. Es fehlen eigentlich nur noch Neves und Ouédraogo, der sich dieses Jahr auch ordentlich entwickelt hat. Dieses Jahr auch das erste Mal für Ouédraogo, dass er zweistellige Torbeteiligung hat. 4 Tore, 7 Vorlagen, fast eine Durchschnittsnote von 7,0 in der Bundesliga, ist ein sehr stabiler Fortschritt. Diesen Fortschritt macht Ouédraogo aber mit Schalke zusammen, denn nächstes Jahr spielen wir Königsklasse und ich hoffe, der Schalke-Vorstand gönnt und wir haben auch ein ordentliches Budget. Und da verlässt uns der Goat, Leute, Henning Matriciani. Ich konnte ihn leider nicht überreden. Ich habe ihn schon so lange, wie es ging, in Ketten gehalten, aber jetzt geht's, der Bruder. Er fliegt wie ein freier Vogel. Mir fällt ja auch gerade ein, Leute, wir können theoretisch die Entwicklung von Ouédraogo auch nochmal ein bisschen pushen, indem wir einen Coach fürs Mittelfeld verpflichten. Und aus einem Coach mache ich sofort 5 für die bestmögliche Entwicklung im Mittelfeld. Jetzt aber zum Budget, Leute, und der Schalke-Vorstand gönnt zu unserem Glück 57 Millionen. Jetzt muss ich mir aber auch schon irgendwo so ein bisschen die Frage stellen, wo genau wir jetzt aber auch Verstärkung brauchen in der Startelf. Beginnen wir also mal wieder von ganz hinten mit den Neuzugängen. Als erstes kommt ein neuer Torhüter, nämlich Georgi Mamardashvili. Jetzt schon mehr Gesamtstärke als Bailo und dazu auch mehr Potenzial. Unsere bisherige Nummer 1 tauschen wir ein, 3 Millionen zahlen wir oben drauf und dafür kommt Mamardashvili mit einer 85. Und ich glaube, Leute, dieses Jahr belassen wir es einfach mal bei 2 Neuzugängen. Der zweite wird nämlich eines der größten Innenverteidiger-Talente im FC 24 Karrieremodus mit Antonio Silva. 40 Millionen zahlen wir hier für eine 83er Gesamtstärke, die der Junge schon hat mit 22 Jahren gerade mal. Natürlich könnte man jetzt irgendwie auf Basis der Gesamtstärke Neves und Ouédraogo ersetzen, aber das sind unsere 2 größten Talente in der Startelf und die will ich natürlich weiterhin pushen. Und den Rest von der Mannschaft, den finde ich eigentlich auch schon richtig stark. Kurz noch um die Entwicklungsbinde gekümmert und damit springen wir jetzt wieder rein in den Kalender. Das erste Mal jetzt also nach unfassbar langer Zeit mit Dreifachbelastung, dann auch noch Champions League. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Im Juni 2027 mittlerweile dann angekommen, blicken wir ganz schnell mal auf die Wettbewerbe. Ganz schnell einfach nur aus dem Grund, weil in beide Richtungen nach oben und unten nichts wirklich passiert ist. Dieses Jahr werden wir Dritter in der Bundesliga. 67 Punkte auf dem Konto, 5 hinter den Bayern und keine Ahnung wie viele hinterm BVB. Dann im Pokal, Hoffenheim gewinnt ihn und wir sind in der dritten Runde gegen den KSC ausgeschieden. Zu guter Letzt die UEFA Champions League, wo wir in der Gruppe zumindest ziemlich stabil performt haben. Aber leider gab es dann im Achtelfinale kein Wunder gegen Inter Mailand, sondern wir sind halt mit 6:3 ausgeschieden. Und das hier ist die Mannschaft zum Ende der Saison, Leute. Es sieht sehr, sehr lecker aus. Also was soll ich sagen? Auf jeder Position jetzt also endlich eine 80er Gesamtstärke und die schlechteste Stärke, das ist die 82 von Ouédraogo, der sich aber auch unfassbar stark entwickelt hat. Anders sieht das aber bei Jalo aus. 83er Gesamtstärke, schon 27 Jahre alt. Ich glaube, das wird der erste Mann sein, den wir nächstes Jahr ersetzen werden. Wenn ich jetzt gerade schon von der neuen Saison rede, dann fackeln wir auch gar nicht lange rum und starten rein. Wie immer natürlich der Blick zum Start des neuen Jahres auf das Budget und das sind 72 Millionen. Und von diesem Geld holt sich S04 in dieser Sommertransferphase wieder mal einen einzigen Spieler, nämlich Josko Gvardiol. Eine absolute Granate für die Innenverteidigung. Wir tauschen Solé ein, zahlen 45 Millionen obendrauf und haben dafür jetzt aber auch einen Innenverteidiger mit einer 87er Gesamtstärke am Start. Der kommt jetzt natürlich sowas von in die Startelf. Und damit ist nach einem Tag hier in dieser Sommertransferphase auch schon wieder alles getan. Natürlich könnte man jetzt noch irgendwie auf Krampf etwas an der Startelf ändern, bin ich aber nicht so der Riesenfreund von. Ich bin eher Fan davon, Spieler länger in so einem Video am Start zu haben, genau wie wir das Ganze bisher auch tun. Und damit springen wir jetzt mal wieder rein in den Kalender zum Ende der mittlerweile 5. Saison, müsste es, glaube ich, sein. 5. Saison könnte, müsste, glaube ich, irgendwie so um den Dreh hinkommen. Och ja, Bruder, Real Madrid, das war's komplett an der Stelle. Nee, Digga, was? Schalke 04, 4:0 gegen Real, what the fuck?
5-1 gesamt. Was passiert hier auf einmal? Atletico. Ey, wenn wir jetzt Real so zerbumsen, um gegen Atletico auszuscheiden, 1-1. Ne, wir scheiden gegen Atletico aus. Das war's. Freunde, haut da rein. Nee, Digga, wir hauen gar nicht rein, Digga. Champions League Finale am Ende der 5. Saison. Wir sind angekommen, Mai 2028. Da ist auch das Pokalfinale gegen Union. Das gewinnen wir ebenfalls. Ich stopp die Simulation. Uff, Leute, Champions League Finale und wir müssen die Tradition des Fußballs verteidigen. Leipzig hat den Pokal gewonnen, vielleicht in dieser Karriere auch die Meisterschaft. Aber die UEFA Champions League, an diese Trophäe dürfen die Bullenschweine in keiner Welt rankommen. Dafür sorge ich hier und heute. Davor noch der Blick auf die anderen Wettbewerbe und ich glaube, wir waren zur Hälfte der Saison irgendwie Dritter oder Vierter so um den Dreh. Und am Ende der Saison machen wir auch aus Schalke endlich einen deutschen Bundesligameister. Also Schalke hat ja mal irgendwann die Meisterschaft gewonnen, aber da war noch nicht mal die Bundesliga am Start. Jetzt also auch die erste Meisterschaft in der Bundesliga und das auch sehr dominant. 82 Punkte auf dem Konto, 12 vorm BVB. Und ich glaube, es ist das Jahr, Leute. DFB-Pokal, wie gesagt, auch im Finale gewonnen gegen Union Berlin mit 3:2. Davor ebenfalls 3:2 gegen Heidenheim. Und im Viertelfinale 3:1 gegen den HSV. Ach ja, Leute, und der Weg ins Champions League Finale, ihr habt ihn ja gesehen, 4:2 gegen Atletico, 5:1 gegen Real und 5:2 gegen Olympique Marseille. Genau das hat diese Truppe hier vollbracht. Ich bin sehr zufrieden und ich würde auch mal behaupten, bis auf vielleicht so eine 85 von Ricky, dass das hier eine Mannschaft ist, die auf alle Fälle mehr als nur zu Recht im Champions League Finale steht. Und Uedra Oge, Leute, wir haben es geschafft. Ich bin sehr zufrieden. Ich gehe mal stark davon aus, dass unser Assistenztrainer da auch ein bisschen was gebracht hat. Also die Coaches, die wir da verpflichtet haben. Aber er performt jetzt auch 5 Tore, 14 Vorlagen, alleine 5 Vorlagen in der Champions League. Und genau über dieses Champions League Finale will ich jetzt nicht nur rumlabern, Leute. Im Estadio Metropolitano geht es also ran. Schalke gegen Leipzig. Ist jetzt auch mein erstes richtiges Spiel in FC24, mal abseits von der Spielerkarriere. Deswegen Computer jetzt noch auf Legende, um halt erstmal abzuchecken, wie es überhaupt so ist dieses Jahr. Aber dann können wir, gehe ich stark davon aus, auch im nächsten Finale auf Ultimativ spielen. Denn Bino Gittens läuft hier durch, zieht den Ball zurück in den Rückraum. Der ist richtig gut gespielt und da ist Mathys Tel. Einer unserer ersten Transfers in dieser Sprint to Glory. Damals noch in der 2. Bundesliga verpflichtet. Die Position auf den linken Flügel geändert und seitdem geht's nur noch steil bergauf. Ganz stark im Rückraum gewartet und der Abschluss, wir kennen ja alle die Schusstechnik von Tel, die ist einfach nur traumhaft. Tel mit Ken zusammen im Rückraum wartet Uedra Ogo. Das ist schön zusammengespielt und jetzt ist das 2:0 am Start. Hassan Uedra Ogo. Der Junge, bei dem ich am Anfang nicht genau wusste, was ich mit ihm tun soll. Soll ich ihn verleihen? Sollen wir ihn selber pushen? Am Ende haben wir uns für das selber pushen entschieden. Und es war, wie gesagt, glaube ich, die goldrichtige Entscheidung. Denn eine 88 oder 89er Gesamtstärke, die er jetzt hat. Ich gehe stark davon aus, dass er die bei einem Leihverein oder durch mehrere Leine nicht bekommen hätte. Nein, Mamardaschwili. Und jetzt im Nachschuss. Oh, nee, es war abseits. Alles easy, Männer. Alles easy, keine weiteren Störungen. Und damit ist das Spiel, die Sprint to Glory und das Video auch abgeschlossen. Wir haben es also geschafft, Leute. In 2028 machen wir Königsblau. Nicht nur zum deutschen Meister, nicht nur zum Double-Sieger, sondern jetzt auch zum Triple-Sieger. Und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gewinnen wir den Henkelpott, die UEFA Champions League. Das soll es an der Stelle dann gewesen sein von der heutigen ersten Sprint to Glory in EAFC 24. Ich hoffe, das Ganze hat euch wie immer gefallen, wenn es der Fall sein sollte. Vergesst die Liebe nicht. Daumen nach oben für euch und ein kleiner Klick. Abo-Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus. Gerne noch mit weiteren Vorschlägen. Like Sachen hoch. Und an der Stelle verabschiede ich mich. Wünsche euch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns in alter Frische wieder, Leute. Bis dahin, haut da rein und ciao.